Ich begrüße Dick Brunebjerg aus Dänemark. Herzlich willkommen. Danke. Wenn ich über Produktdaten nachdenke und die strukturieren möchte, denke ich über eine Datenbank nach. Was ist der Unterschied zwischen einer Datenbank und einem PIM-System? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also eigentlich der Unterschied ist am meisten, dass die Strukturen in einer gewöhnlichen Datenbank ist ein bisschen fest, aber Produkte sind sehr ungleich. Also jeder Produkt ist nicht wie ein anderer. So der Datenmodell für Produkte muss viel mehr flexibel sein, weil ein Handy hat andere Merkmale als eine Schraube. So alles ist unterschiedlich. Und die Daten, die ändern sich auch ständig. Also die sind fast am Leben. Also Produktdaten, die leben, die ändern sich ständig, da kommen neue Merkmale dazu. Und auch die Verkäufer und die Produzenten von diesen Artikeln, die müssen sich auch, warum muss der Kunde dieser Produkt kaufen anstelle einer anderen Produkt? Also die muss sich differenzieren, also sind die Produktdaten auch für ähnliche Produkte, muss ungleich sein, weil die muss sich differenzieren. So die Produktdaten sind ständig dynamisch, ändern sich ständig und sind fast am Leben. Ja. Sie sagen, das Thema PIM soll man möglichst einfach beginnen, obwohl Produktdaten doch teilweise sehr kompliziert sind, wie Sie selber gerade gesagt haben. Ja, also die meisten Projekte, also bei uns nicht so, aber in den meisten Fällen, da sagt die Leute, die etwas von Produktdaten weiß, die sagen oft, dass man soll anfangen mit einer Analysephase, um herauszufinden, wie die Produkten aussieht und was man alles damit gerne machen will. Und dann eine Entwicklungsphase, eine Testphase, eine Implementierungsphase und so. Aber meiner Meinung nach, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil also, als ich vorher erwähnt hat, die Produktdaten sind ja am Leben. So, bevor man nach so einer langen Phase durch sind, dann hat alles, die Welt hat sich verändert. So es macht einfach nicht Sinn. Das wird eine ewige Baustelle sein. So, man kann das nicht so machen. Und wie geht es anders? Ja, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen provozierend, aber ich würde sagen, einfach anfangen. Aber das stellt natürlich hohe Anforderungen an das Tool. Und unser Produkt Perfion macht es möglich, dass man einfach anfangen kann. Wir fangen auch an mit einem sehr kleinen Workshop, einander zu helfen, zu verstehen, ein bisschen über die Produkte und so. Aber danach, da fangen wir einfach an. Und um das möglich zu machen, dann muss der PIM-Tool muss 100% standardmäßig sein. Weil es muss so flexibel sein, dass man alles modellieren kann. Also Texte in jeder Sprache, alle technischen Merkmale, Bilder, Files. Da muss eine DAM-Lösung, Digital Asset Management-Lösung, auch mit drin sein. So alles muss flexibel sein, damit man alles machen kann, ohne später Entwicklung oder Programmierung zu machen. Weil wenn man das machen muss, dann muss es ja geplant werden. So das Tool muss es erlauben und das macht Perfion. Und man kann eigentlich Perfion ein bisschen Perfion ist ein dänisches Produkt und Sie kennen da wahrscheinlich auch Lego-Blöckchen. Und da kann man auch Perfion ein bisschen mit Lego vergleichen, weil da kann man also über, was wir in Perfion Features nennen, kann man alles aufbauen, selber per Drag and Drop. Das bedeutet, man muss hier kein Professor sein, man benötigt keinen Programmierer, um das alles aufzubauen. So, damit halten wir das einfach, damit die Kunde, Anwender, die können selber diese Dinge tun. Die muss nicht ständig Consultants da haben und für sie zahlen, um so ein Projekt durchzuführen. Die können von uns lernen, wie man das macht. Wir unterstützen sie auch für eine Weile und dann können sie einfach selber weitermachen. Und das ist sehr wichtig. Weil wir haben vorher darüber gesprochen, dass Produktdaten ist ja eine ewige Baustelle. Und wenn man da einen Consultant für ewig braucht, dann wird dieses Projekt ja extrem teuer. Das geht nicht. Und auf jeden Fall nicht für die mittelständischen Kunden. Es kann sein,
dass Großkunden sich vielleicht erlaubt, Programmierer und Consultants ewig da rumrennen zu haben, aber bei den mittelständischen Kunden, da geht es einfach nicht. So, Perfion ist 100% Standard da und das bedeutet auch, dass wenn wir zum Beispiel mit einer neuen Release von Perfion rauskommt, dann alle die Schnittstellen an Perfion, also wo man die Produktdaten verwendet, zum Beispiel auf einer Webseite oder ein gedrucktes Katalog oder auf Amazon oder eBay, egal wo man Daten verwendet, das sind die Schnittstellen rückwärtskompatibel. Und das bedeutet, alles, was man an Perfion dranhängt hat, das läuft auch mit der neuen Version. Und das bedeutet, man kann also Perfion auf einen neuen Release-Stand bringen in wenigen Minuten. Und im Vergleich zu anderen Lösungen, also da kann es Monate, sogar also fast so teuer wie ein komplett neues Projekt werden. Aber so ist es nicht mit Perfion. So haben wir das von Anfang ausgedacht. Das alles soll sehr einfach und schnell implementierbar und auch aktualisierbar sein. Dann spielt Perfion eine zentrale Rolle in der Systemlandschaft bei einem Kunden in Verbindung mit ERP, mit CMS, Online-Shop oder auch Printproduktion, kann man das so sagen? Ja, da wird Perfion eine strategische Produkt sein in der Firma, komplett integriert und verbunden mit der ERP. Keine Synchronisierung eigentlich dazwischen, weil da machen wir auch Live-Verbindungen, damit alles zusammenhängt und alles ist immer 100% aktuell. Damit weiß man, wenn man zum Beispiel eine neue Preisliste macht, mit Preise für verschiedene Kunden, in verschiedene Währungen, was immer, dann wird es immer richtig rauskommen. Alles ist immer aktuell in dieser Weise und schnell angebunden, standardmäßig. Kann Perfion alle Kanäle mit Produktdaten beliefern oder braucht es dann noch weitere angedockte Werkzeuge dazu? Ja, da ist unser Hauptziel und unsere Spezialität ist, die Produktdaten richtig hinzukriegen und alles zu modellieren, sehr schnell. Aber natürlich können wir nicht, also wir haben nicht Standardanbindungen an jeder Ding, das irgendjemandem in der Welt angedacht hat. Mhm. Aber wir haben eine Standardschnittstelle da und das bedeutet, dass alle anderen, der Kunde selber oder ein Partner, können wir sie gegenüber dieser Schnittstelle, wenn wir das nicht, also wir haben auch vorgefertigte Module an verschiedene Produkte, aber natürlich nicht für alles, aber dann kann man über diese Schnittstelle eine Verbindung machen und das ist genau diese Schnittstelle, das ich vorher erwähnt habe, das immer Standard und rückwärtskompatibel ist. Damit, wenn man das einmal gebaut hat, dann funktioniert es auch morgen wieder. Perfion kann Audio, Bilder und Video verwalten. Ja. Ist Perfion auch ein DAM-System? Ja, DAM kommt mit in die Perfion-Lösung, weil also wir glauben einfach, die Bilder sind ja auch Daten wie alle anderen Daten. Also wenn die zu Produkten gehört, dann damit haben wir auch ein DAM direkt da eingebunden. Und dieser DAM ist auch also komplett so ausgestaltet mit Media Server, damit es sehr schnell und Bilder an der Website oder sonstige Kanäle liefern kann in jeder Bildgröße oder Bildformat, das man benötigt. Also das heißt, man muss das Originalbild nur eine Stelle verwalten und dann wird Perfion per Anfrage Bilder in alle anderen Formate und Größen automatisch liefern. Unter dem Dach dieser Veranstaltung, wie beurteilen Sie Print in der Zukunft im crossmedialen Umfeld? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil da sind wir ein bisschen außer unser Kerngeschäft mit den Produktdaten. Aber wie ich das persönlich sehe, ich habe ja natürlich bei vielen Kunden Verschiedenes gesehen und ich denke, man hat für viele Jahre gesagt, dass Druck geht weg, aber ist immer noch da. Und auch wenn es irgendwann mal passiert, dass Druck weggeht, dann denke ich, was wir heute sehen mit den iPads und alle möglichen Geräte, es wird immer gestaltete Dinge geben, weil jeder Mensch weiß nicht, wonach zu suchen. Man muss auch von was inspiriert werden, um etwas zu kaufen. So, wir werden immer etwas Gestaltung von Dingen brauchen.
dass die Leute triggern, etwas zu kaufen. So, ob es gedruckt wird oder nicht, ist eigentlich egal hier. Es ist mehr der Gestaltung und das wird immer nötig sein. Ich höre immer wieder, dass das Thema PIM und Produktdatenmanagement irre kompliziert ist. Und Sie sagen jetzt, das ist ganz einfach. Kann ich das glauben? Das verstehe ich sehr gut, dass Sie das fragen. Wir haben ja jetzt bei hunderte von Kunden gemacht. So, daher würde ich einfach die Kunden einladen, ein Demo von uns zu sehen. Und dann werden wir danach auch mit Sie verabreden, wie wir das beweisen, damit Sie glauben, dass es richtig ist. Weil erfahrungsmäßig, da haben wir das so auf diese Weise mehrmals gemacht. Da werden Sie Kunden beim Wort nehmen, sicherlich. Danke.